Hey Leute, was geht? Ich bin's, der Crazy Memphis, und ich habe mal wieder ein bisschen Dark Souls 2 PvP im Gepäck. Und ja, ihr könnt euch dran erinnern an diesen What the fuck Moment von mir von Dark Souls. Ja, Leute, ich muss euch sagen, das geht noch heftiger. Also sage ich gleich schon mal viel Spaß bei dem ersten Clip, denn das nenne ich mehr als Epic Ghost Hits. Oh yeah. So, meine lieben Freunde, Crazy Gamer und Crazy Gamerin, hier ist jetzt das epic, laggy, krasse Game. Also wirklich, das habe ich noch nicht erlebt. Ich dachte schon mit diesem What the fuck Moment, den ich halt vor ein paar Wochen hatte, dass das schon wirklich übel war. Aber was der Kollege hier an den Tag legt, holy shit. Ganz ehrlich. Es ist natürlich auch die Frage an euch, habt ihr sowas auch schon öfters erlebt oder... Ja, auf jeden Fall, da hat er zugeschlagen. Ich winke und seht ja, guck mal, jetzt hier. Oh mein Gott, das ist so heftig, ey. Ich mache meinen Zauber, denke mir nichts bei und treffe nicht ein bisschen trifft was von mir. So, jetzt guckt, wie weit ich wegstehe. Guckt. Schwupp, Backstab. Habt ihr das gesehen? What the fuck? Habt ihr das gesehen? Wenn ich das sehe, Alter, das ist so heftig, ey. Das ist so fucking heftig, ey. Ich habe dem Kollegen sogar noch geschrieben, so nach dem Motto, Alter, that was epic, epic laggy. Oh my God. Ich habe ihm sogar geschrieben, dass wenn er Bock hat, dass er den Fight dann in ein paar Tagen auch auf meinem Kanal sehen darf, dass er das, ja, dass er mir quasi glauben kann, dass ich hier nicht rumspinne von wegen laggy und so. Ich meine, jetzt habe ich definitiv Zeugen. Das war so heftig, geht gar nicht drauf klar. Ja, ja, stimmt. Da habe ich ihm gerade geschrieben. Oh man. Oh man. It was a laggy. A laggy match. Yeah. Okay, natürlich habe ich wieder so ein, zwei Themen, die mir. Also eigentlich ist es ein Hauptthema. Und zwar geht es um dieses Title-Update, was am 18. Jahr rauskam. Heute, wohlgemerkt, haben wir den 21.7.2014. Und wie gesagt, am 18.07. kam ja dieses Title-Update raus und da soll einiges gepatcht worden sein. Einige Waffen sollen gepatcht worden sein. Einige Rüstungen, so wie Havels Rüstung, sollen gepatcht worden sein. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptthema, also was mich nämlich am meisten ankotzt. Die Spells sind gepatcht worden. Und nicht nur in der Hinsicht, also dass sie dieses Overpowered weggenommen haben, sondern... Sie haben mir auch, also jetzt gerade bei meinem Kleriker, haben sie mir die Menge weggenommen. Denn ich habe jetzt gestern einem Kollegen geholfen im Koop. Und mir ist dann aufgefallen so, also ich habe in zwei Slots oder auf zwei Slots habe ich die großen Blitzspeere. Also halt auf dem ersten und auf dem zweiten Slot. Und vor dem Update war es so, dass ich der große Blitzspeer, dass ich insgesamt 22 hatte. Das heißt auf dem einen 11 und auf dem anderen 11. So. Wie gesagt, dann ist mir gestern aufgefallen, als ich mit meinem Kollegen gespielt habe, ich denke mir so, hä? Ich habe doch erst ein paar Blitzspeere abgeschossen, warum sind die schon wieder alle? Dann gucke ich so, ich habe wie gesagt zwei Slots, gucke, es sind insgesamt nur noch sechs Blitzspeere da. Und dann denke ich mir so, hä? Moment, haben die das jetzt auch gefixt? Beziehungsweise gepatcht, dass ich jetzt weniger Spells habe? Das kann es nicht sein, finde ich, Leute. Das kann es wirklich nicht sein. Was ich gut finde, ist, dass sie natürlich die Power, also dieses Overpowered von diesen ganzen Spells runternehmen. Das finde ich gut, das ist okay so. Aber warum nehmen sie mir die Menge weg? Verstehe ich nicht. Denn ich habe jetzt auch gegen den Zauberer gespielt gehabt. Und da ist mir aufgefallen, der scheint alle seine Spells gehabt zu haben. Weil er konnte, was weiß ich, so 20 Mal seine komischen Seelendinger da schießen. Er konnte 15 Mal seine komischen anderen Seelendinger schießen. Dann konnte er 4 Mal seinen Seelenspeer schießen. 2 Mal seine komische, was weiß ich was hier, diesen Seelenstrudel. Und da denke ich mir, warum hat er seine Spells? Und meine werden weggenommen. What the fuck? Das kann's nicht sein. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen mies. Und ja. Nächste Thema an dieser Sache ist... Hatte ich gerade schon erwähnt, dass einige Rüstungen gepatcht worden sein sollen. Heißt, dass die nicht mehr so overpowerte Rüstung haben. Das heißt, wenn man quasi draufschlägt, dass man auch mal ein bisschen mehr Energie abzieht als sonst. Und da muss ich sagen, ich habe davon noch nichts gemerkt. Absolut nicht. Ich habe gegen einen gespielt, komplett in Havel-Rüstung. Er hat sich nicht aufgebufft. Nicht ein bisschen. Nichts an, also nicht an sein Schwert und nichts, damit er irgendwie, ja, eine Abwehr gegen Blitz oder gegen Zauber hat. Er hat nichts gemacht, er hat ganz normal gespielt. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe einen Blitzspeer auf ihn geworfen.
habe nur 150 TP-Punkte abgezogen. Das war quasi so, ich sag mal, eine Fingernagelbreite bei seinem Level, sag ich mal. So, habe ich mir gedacht, okay, ist gut, weil die Spells wurden ja, wie gesagt, auch gepatcht, dass die halt nicht mehr so overpowered sind, kann ich verstehen. Habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich es auf die Art, dass ich halt hingehe, weil er hat sich auch ziemlich geturtelt hinter seinem Schild. Und deswegen habe ich dann probiert, einfach diesen Critical Hit zu machen, was ich dann auch geschafft habe. Mit meinem Blitzspeer, nicht Blitzspeer, sondern mit meinem Blitzschwert. Und, ja, Critical Hit und ich habe insgesamt 250 TP-Punkte oder ich glaube 350, aber auch nicht viel. Dann denke ich mir so, hä? Was ist daran jetzt gepatcht worden? Kann doch gar nicht sein. Also ich habe davon noch nichts gesehen. Und natürlich habe ich verloren gegen ihn. Und, weil er hat dann einfach, ich meine, meine Rüstung ist auf plus 5, höher geht sie nicht. Und ich werde einen Scheißdreck tun und mir so eine Havel-Rüstung anziehen, weil, hallo, ich meine, ich will nicht so ein Noob-Gamer sein, was ich ja eigentlich schon bin, aber noch noobhafter muss es wohl nicht sein, oder? Deswegen lasse ich das so. Und ja, das sind halt die Sachen, die mich sehr, sehr, ja, ankotzen. Gerade das mit meinen Spells, dass sie mir meine Spells klauen, das geht gar nicht drauf klar. Das hätte ich gern wieder zurück, Leute von From Software, gebt mir meine Spells wieder! Alright, ja, das war eigentlich auch schon das Thema. Habe ich euch jetzt 5 Minuten mit zugelabert mit. Mehr habe ich natürlich jetzt wieder nicht am Start für euch, leider Gottes. Aber dafür kommen wir jetzt wieder back to the game, oh yeah. Dieser Fight oder dieser Clip, den wir jetzt gerade anhaben, war sehr lustig, denn ich habe halt einen gerufen. Der hat sein Zeichen auf dem Boden liegen gehabt, natürlich habe ich ihn dann gerufen. Und was lustig war ist, ich wurde dann nach einer Zeit auch noch invaded. Und da habe ich gedacht, oh scheiße, jetzt kriege ich auf die Schnauze. Ich habe gedacht, die wollen mich dann ganken. Aber man muss fairerweise sagen, sie haben mich nicht gegankt. Was ich aber erst gedacht habe, das seht ihr ja gleich. Das war schon echt heftig. Der Fight per se war auch ganz gut, muss ich sagen. Der Kollege jetzt hier gerade, der hat auch schwarze Magie, wirft natürlich auch mit Messern, so wie ich das tue. Und hält sich erstmal auf Abstand, weil er sieht, dass ich, ja, oder ich denke mal, dass er nicht so stark gegen Blitz ab... dass er nicht so eine hohe Blitzabwehr hat. So, meine Güte, nimm den Knoten aus der Zunge, Crazy Memphis, dann ist das Sprechen auch ein wenig leichter. Alright. Was er hier auch gut kann, ist quasi dieses B drücken, ohne den linken Sticken zu benutzen. Das heißt einfach diesen Backstep nach hinten, diesen Schritt nach zurück und dann wieder angreifen. Das konnte er ganz gut, muss ich sagen. Und seine Spells sind natürlich auch sehr gefährlich, deswegen habe ich definitiv aufgepasst, was er halt mit seinen Spells macht. Ich bin auch relativ gut ausgewichen bei ihm. Kann man mir also nichts Böses sagen, sage ich mal. Ja. Jetzt dürfte, glaube ich, auch gleich der Moment kommen, wo dann der Invader auch noch am Start ist. Das wird auf jeden Fall heftig. So, Leute, sorry, ich muss jetzt nochmal kurz was trinken, sonst habe ich hier wieder Sprechkäse on the rocks und das geht gar nicht drauf klar. Alright, Prost! Ja, okay. Und außerdem ist das Wetter ja zwar heute kein Sonnenschein, aber es ist immer noch so mächtig schwül, das geht gar nicht drauf klar. Wie ist bei euch das Wetter eigentlich? Habt ihr Unwetter? Habt ihr schönes Wetter? Also wir hatten die letzten Tage, muss ich ja sagen, haben wir echt pornöses Wetter gehabt. Allerdings ist es halt wegen der Luftfeuchtigkeit viel zu schwül gewesen. Alter Schwede, ey. Da braucht man nur mit dem Kopf zu drehen und schon hat man geschwitzt ohne Ende. Ja, alright, hier ist schon der Invader. Ich begrüße ihn natürlich nochmal, weil, ja, ich bin ja ein fairer Gamer, beziehungsweise ein guter. Und jetzt denke ich schon, so scheiße, jetzt greift er mich an, danach kommt der andere, oh, okay, aber er geht wieder zurück, wunderbar. Also nochmal, good game to you two guys, good game to you. And, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, gegen die beide zu kämpfen. Und, ja. Ihr seht, der Schwarzmagier, der Magier mit der schwarzen Magie hier, er hat schon ziemlich Probleme gegen mich. Aber er wehrt sich tapfer, definitiv. Und jetzt kommt wieder so, jetzt kommt er wieder an. Und ich denke mir so, oh nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, geh weg. Hau ab, mach die weg. Ich will doch gegen den einen kämpfen, danach bist du auch dran. Ja, damit, no, da trifft er mich nicht. So einfach mache ich es ihm dann auch nicht mit seiner schwarzen Magie. Oh. Da hat er auch... Hier, habt ihr gesehen? Er wollte mich angreifen. Oh, das... Ja, er wollte mich angreifen, die dumme Sau. Alright.
Aber er hat zum Glück daneben geschlagen und deswegen geht der Kampf jetzt ganz normal weiter. Der Kollege hier hat seine Waffe nochmal aufbuffen können, weil der andere mich quasi, also weil er halt in meine Richtung gekommen ist. Weil ich auch dachte, er greift mich an, deswegen habe ich erstmal nichts gemacht. Boom! Alright, der Erste. Das war der Erste. Und jetzt, to the next one, please. Let's do this. Da ich ja keinen Buff mehr habe, kein Sonnenlichtschwert, nehme ich hier nochmal, was ich mir halt so aufs Schwert schmieren kann, natürlich auch wieder Blitz. Und yeah, let's fucking do this. Na stimmt, der hat hier eine Armbrust. Wow. Aber auch er sieht ziemlich klein gegen mich aus. And oh, schade, noch nicht. Wann habe ich ihn denn? Wann war das denn? Was probiert er da? Das habe ich mich schon beim Kampf gefragt. Jawohl, das war's. Nice, ich habe beide gewonnen. Beide haben euch weggehauen. Yeah, so sieht es aus. Pretty nice. Yeah. Okay. So, meine lieben Freunde. Hier haben wir schon den nächsten Fight. War auch der Fight war okay, kann man sagen. der Kollege, gegen den ich hier gerade kämpfe, scheint ein Pyromant zu sein und hat eine Hellbarde in der Hand. Ich weiß allerdings nicht, was für eine. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal drauf achte, könnte ich es eventuell erkennen, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte diese Mastodon-Hellbarde sein. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ja, auf jeden Fall, man sieht, er ist ein Pyromant. Er hat reichlich Feuer unterm Hintern. Und er probiert auch wirklich alles aus mit seiner Pyromantie. Aber nicht mit mir. Und wisst ihr auch warum? Naja, natürlich wisst ihr das. Ich habe ja selbst einen Pyromanten und weiß halt eigentlich, ich kenne jeden Spell. Jede Pyromantie kenne ich und deswegen weiß ich, wann ich ausweichen muss. Oder wie ich halt dagegen wirken kann. Infolgedessen hat er da ein bisschen schlechte Chancen. Und so schnell wie er da war, kann man sagen, so schnell ist er auch wieder weg. Ja, mehr oder minder, ich weiß jetzt. Jetzt lehne ich mich mal wieder ziemlich weit aus dem Fenster. Ich weiß, Leute, aber ich will auch mal auf die Kacke hauen, ja? Also lasst mich doch auch mal auf die Kacke hauen. Alright. So, hier war ich mir nicht sicher. Okay, aber ich nehme jetzt wieder hier meine Blitzkugel. Zack, zack. Und das wird sein Tod sein. Katsching. Nice. GG to you, Eric. GG to you. Alright. Oh mein Gott, ja, hier haben wir jetzt ein Match. Oh Leute, das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass ich es hasse, mein Zeichen auf den Boden zu setzen. Warum? Das werdet ihr quasi am Ende sehen. Der Kampf so von meiner Seite aus war wirklich sehr gut. Ich habe ihn definitiv fast gekillt und dann kam wieder der Hammer. Gut, hinzu sei gesagt, ich habe mein Zeichen gesetzt, damit man mich rufen kann für ein Duell. Der Kollege hat mich gerufen. So, der Kollege weiß, was er tut. Er kämpft recht gut, kann man sagen. Also nicht zu schlecht, auch nicht zu gut, aber er weiß halt, was er tut. Und dann kommt es so weit, dass ich wirklich, ja, am Gewinn bin. So quasi wie jetzt. Jetzt hat er schon wenig Energie und jetzt hat er gleich nur noch eine Daumenbreite an Energie. Und was macht er? Dreimal dürft ihr raten. Na, Leute, wisst ihr's? Natürlich, er trinkt was und heilt sich. Holy shit, was für ein Duell. Ja, yeah, Applaus für dich, mein Freund. Ich bin am Ende auch nur noch stehen geblieben, weil ich keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte, Alter. Weil ich hätte definitiv gewonnen und das zeigt sich wieder, er ist der Noob gewesen. Fuck you. Jetzt haben wir endlich mal einen Fight, Leute, wo ich endlich mal eine andere Waffe benutze, außer meine Claymore. Ja, okay, jetzt am Anfang natürlich benutze ich nochmal meine Claymore. Aber zum Schluss benutze ich endlich mal die Waffe, die ich schon immer mal testen wollte, was ich nie gemacht habe. Warum auch immer, weil ich wahrscheinlich ein bisschen bräsig im Kopf bin. Auf jeden Fall gibt's gleich das
Gott, ich weiß gar nicht, wie das in dem Teil heißt. Ich kenn's nur aus dem ersten Teil unter Mondlichtschwert, also das originale Mondlichtschwert. Und ja, das werde ich gleich benutzen. Also Mondlichtschwert for the win. So sieht das aus. Und ja, das, man sieht hier wieder, es ist ein Magier. Und er versteckt sich ziemlich hinter seinem Schild und benutzt sehr oft seinen Stab. Jetzt holt er das Schwert raus. Und ich weiß halt nicht, ob er auch das, ja, wie gesagt, Mondlichtschwert hat, weil es gibt ja in Dark Souls, gibt es ja das echte und das gefälschte. Und da er diese Spells mit diesem Schwert nie gemacht hat, bin ich der Meinung, dass er quasi die Fälschung hat. Und ja, dann zeige ich ihm natürlich mal das Original. Da habe ich es gerade rausgeholt. Sehr nice. Ich habe ihn rausgeholt. Ja, und man sieht natürlich an den Strahlen, die ich damit abschießen kann, dass es halt das Original ist. Und ja. Also es macht auf jeden Fall Spaß, mit dem Schwert zu spielen. Man muss nur mit dieser Spezialattacke, die ich hier halt benutze, muss man aufpassen. Erstens darf man die nicht zu oft machen, weil das Schwert dadurch sehr, sehr schnell kaputt geht. Und zweitens muss man aufpassen, weil die ziemlich lange braucht, wie man sieht, bis die halt gespellt worden ist oder abgeschossen worden ist, sage ich mal dazu. Da muss man halt aufpassen, nicht, dass dann einer zufällig hinter einen läuft und dann halt backstabbt. Das kann, denke ich mal, sehr schnell passieren. Und, aber bei dem Kampf habe ich mir gedacht, komm her, komme, was wolle, ich hau da drauf, wie hau drauf wie nix und yeah. So sieht das aus. Und boom, yeah. Sogar mit dem Spell gewonnen, so muss das sein. Good game to you, Fighter George, good game. Okay, meine lieben Freunde, das hier ist auch schon der vorletzte Clip für heute und ja. Ich benutze jetzt hier mal das Herrscherschwert. Ja, ich trage insgesamt 3 Schwerter, muss ich euch dazu sagen. Also mein Kleriker zumindest. Ich habe einmal halt das Original Mondlichtschwert auf +2 oder +3. Dann habe ich halt die Claymore auf +10, das wisst ihr. Und dann habe ich jetzt halt das Herrscherschwert auch auf +2. Das Herrscherschwert ist halt in dem Sinne gut, weil desto mehr Seelen man hat, desto mehr Schaden macht das Ding. Wie ihr seht, ich habe, oder wie man eventuell erkennen kann, habe ich 1,5 Millionen Seelen. Also kann man sich vorstellen, was das Ding eigentlich an Schaden macht. Problem hierbei ist, es ist natürlich noch nicht ganz aufgelevelt. Es ist halt erst auf +2, aber es macht schon gut Schaden, definitiv. Und vor allem, wenn es aufgebufft ist, sehr, sehr nice. Und ja, benutze ich auch sehr gerne das Herrscherschwert, weil es hat das gleiche Move-Setting wie die Claymore, was ich sehr, sehr geil finde. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ist auch zu empfehlen. Also ich empfehle das Schwert. Genauso wie die Claymore. Auch sehr geil. Und ja. Eine Rolle und Peaks. Bye bye. So sieht das aus. Und ja. Alright, meine lieben Freunde. Ja, der letzte Clip befindet sich im Mondturm, denn ich habe mal diesen Glockenhüter-Eid angenommen, weil ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf die Brücke, jedenfalls derzeit nicht. Habe aber auch nur leider einen invaden können, deswegen ist das auch der letzte Clip. Und tut mir auch leid für denjenigen. Ich bin der Meinung, er war auch wieder ein Low-Level. Und weil er ziemlich krass auf die Backen gekriegt. Gut, hier habe ich erst gedacht, er ist natürlich oben, was Schwachsinn ist. Er ist natürlich unten. Was mich wundert, also hätte ich die Möglichkeit, hier durchzustratzen, weil man sieht, hier unten sind keine Gegner mehr. Das Tor ist offen. Ich hätte doch ratzfatz dafür gesorgt, dass ich erstmal in den Bossraum laufe, damit ich erstmal nicht invaded werde, oder? Aber natürlich jedem das Seine. Und ja, hier wusste ich noch nicht, springe ich da durch das Loch, aber dann hat er es mir leicht gemacht und dann kam er schon. Und yeah, let's do this. Here we go. Kriegst du gleich mal meinen Blitzkugel und seht ihr, wie viel Energie er... Oh, er kriegt so viel Energie abgezogen. Es tut mir auch schon ein bisschen leid, aber ich meine, ja, shit happens. Shit happens. Ich lasse ihn sogar seine Spells und so und greife nicht sofort an, sage ich mal. Und ja, jetzt hat er wieder ein paar Schläge gekriegt und die Kugel for the win. Ah nee, stimmt, wir stürzen ja noch runter, richtig. Richtig, und jetzt kriegt er, bam, heilt er sich sogar, aber gut, okay, das ist wie gesagt okay, weil ich habe ihn invaded, das heißt, wir haben nicht uns herausgefordert zum Duell, deswegen darf er sich da ruhig heilen, aber alles heilen wird ihm nichts nützen. Good night.
Alright, meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video hat euch wieder ein wenig gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich mal wieder einen Daumen nach oben lassen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten. Und ich würde sagen, wir hören uns zur nächsten Runde Dark Souls 2 PvP.